Yo, was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Cristiano Ronaldos Willkommenstour bei Juventus Turin. Ja, der Rekordtransfer ist jetzt schon seit ein paar Wochen bekannt und ja, wir haben eine kleine Willkommenstour für CR7 bei Juventus Turin gestartet. Das heißt, wir haben das Team auf den aktuellen Stand umgebaut mit CR7 natürlich und spielen gegen die besten Teams aus Europa. Wir haben schon einige Top-Teams in uns. Heute geht's gegen Borussia Dortmund und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht so viel drumherum. Wir gehen rein ins Spiel und freuen uns auf ein tolles und hoffentlich torreiches Spiel. Und ja, dann bin ich mal gespannt, was es hier und heute gibt. Ja, wieder angekommen im Juventus Stadium. Ihr könnt mal eure Mannschaften in die Kommentare schreiben, als die ich als nächstes gegen Juventus Turin spielen sollen. Weil wir haben jetzt schon einige durch. Wir haben Real Madrid, den FC Barcelona, die Bayern, Paris Saint-Germain, Liverpool und heute Dortmund. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie dieses Spiel heute verlaufen wird. Dortmund hat ja einige Transferspieler oder Transferverhandlungen in den letzten Jahren hinter sich. Wenn ich mal überlege, wie sich der Kader seit 2 Jahren verändert hat, da kam ein Aubameyang, es kam ein Batshuayi, der ist schon wieder weg, und dann kam ein Philipp, ein was weiß ich, wie sie alle heißen. Es ist echt toll zu sehen, wie Dortmund hier rein und raus die Spieler kauft und verkauft. Und ich bin sehr gespannt, wie sie dann in der nächsten Saison starten werden. So, beide Teams begrüßen sich erstmal. CR7 mit der Kapitänsbinde und dann würde ich sagen, wir quatschen gar nicht so viel drum herum. Wir gehen direkt rein ins Spiel. Dortmund gegen Juventus Turin. Ja, beide Teams könnten sich ja bereits in der Gruppenphase der Champions League treffen. Denn, ja, beide sind dabei. Juve als italienischer Meister ist als Gruppenerster gesetzt und Dortmund, ich glaube, etwa in Top 2 oder in Top 3, da kenne ich die aktuelle FIFA-Wertung nicht. Und deswegen kann es vielleicht schon sein, dass die beiden in der Gruppenphase aufeinandertreffen. Aber so weit sind wir noch nicht. Jetzt geht es erstmal heute rein in dieses Spiel. So, Pjanic am Ball. Pjanic, zu viel Platz! Und da kann er den nicht perfekt platzieren. Schöner Abschluss. Und wenn er den ein bisschen weiter ins Eck zieht, dann wird das schon richtig schwer für Roman Bürki, diesen ersten Schuss zu parieren. So, Eckball, Juventus Turin. Hoch hinein. Nicht wirklich geklärt. Matuidi, Mandzukic, Costa. Ah, schade, wollte es versuchen. Ist ihm allerdings nicht gelungen. Und jetzt, Achtung, Marco Reus. Ja, er ist einer von denen, der was die Dortmunder Fahne immer und immer wieder nach oben gehalten hat. Er ist schon seit langer Zeit jetzt mittlerweile beim BVB. Auch obwohl er viele Angebote aus dem Ausland ständig bekommen hat in den letzten Jahren. Trotzdem hält er die Dortmunder Fahne immer noch hoch. Nicht gewechselt ins Ausland, weder zu Barcelona noch zu Real noch zu Bayern noch sonst irgendwo in England. Und das ist ein Foul. Respekt, Respekt. Toprak, das ist gelb. Und da hätte man sogar über Rot nachdenken können, weil Ronaldo wäre durch gewesen. So, 11. Minute. Freistoß. Juventus Turin ausgeführt. Da ist Matuidi, da ist die Cicilio. Verliert den Ball. Und der BVB kann sie erstmal hier wieder befreien. Da ist Philipp. Er spielt sie auch schon seit einigen, ich glaube seit 2 Jahren jetzt beim BVB. Kam ja vom SC Freiburg. So, und da ist Cristiano Ronaldo. Cicilio. Schöner Pass. Die Baller. Nicht im Abseits. Die Baller. Und das ist ein Freistoß. Oh, da bleibt er angeschlagen liegen, aber steht auf. Freistoß gibt es natürlich zurecht für Juventus Turin. So, der kommt von Cristiano Ronaldo. Hoch hinein. Das ist gefährlich. Aber gut geklärt wieder mal vom BVB. Und jetzt kommt Philipp. Wird hier sofort angegriffen. Muss dann abspielen. Und da ist der Hut. Und jetzt der schöne Pass zu Pulisic. Jetzt wird es auf einmal gefährlich. Aber da holen sie ihn ein. Und dann muss er abschließen. Da kommt er nicht in. Da findet er einfach nicht den richtigen Sprint und deswegen bekommt er da keine Meter gut gelaufen. So, Matuidi. Pjanic, Costa. Mario Mandzukic. Also Pjanic. Costa, Mandzukic. Pjanic. Der will jetzt natürlich gar nicht schießen. Pjanic, und das tut er auch!
Ja, zweiter richtig starker Abschluss von Pjanic. Hier nochmal eine Wiederholung. Der geht ins lange Eck, aber dann knapp drüber. Richtig guter Abschluss hier. Pjanic hat heute einen guten Tag. Also den sollte der BVB nicht allzu oft zum Abschluss kommen lassen, weil, ja, wir sehen es gerade. Der hat einen guten Schuss. Nochmal einmal und beim nächsten Mal ist er wahrscheinlich dann drin. So, und jetzt der Traumpass. Nein, leider nicht. Ach, dann ist tatsächlich noch einer dazwischen. Das war ein schöner Pass zu Ronaldo. Der ist da perfekt mitgelaufen. Ach, dann ist doch noch ein Verteidiger beim BVB dazwischen gegangen. So, Marco Reus. Na gut. Okay, irgendwas auf Vorteil laufen lassen. Und dann gab es doch den Pfiff zum Freistoß. So, Guerrero. Lang nach vorne zu Pulisic. Ja, dann bekommt er den Ball zwar nicht, aber Costa verliert ihn dann wieder. Und trotzdem holt sich Juve den Ball da sofort wieder. Und drückt natürlich sofort wieder aufs Tempo. So, Pjanic zu Cristiano Ronaldo im Laufduell gegen Piszczek. Ja, die zwei werden sich heute noch öfters treffen. Und das ist auch ein harter Zweikampf hier. Da wird gezogen, gedrückt und gezerrt. Und zum Schluss kann sich dann Pjanic durchsetzen. So, Alexandro, gut gemacht. Ah, und dann verliert ihn Matuidi. Aber Juve ist sofort wieder zurück am Ball. Es ist ein spannendes Hin und Her. Also Dortmund hält hier echt gut mit. Hätte ich nicht erwartet, dass hier der BVB so gut mitkommt. Halbe Stunde gespielt. Marco Reus am Ball. Und der Ball eben aus. Die Schiele kommt da nicht mehr ran. Einwurf für Juve gibt es natürlich. So, was sagen die? Da. Und die Baller und sofort wieder ab nach. Ja, ja, wenn die Pässe immer so funktionieren, wie ich mir das denke, das wäre natürlich immer ein Traum. So, jetzt die Baller versucht den Fehler zu nutzen, aber irgendwie gelingt es momentan nicht. Dortmund schafft es irgendwie, diesen Ball weit von meinen Kasten fernzuhalten und der Hut muss raus. Einsteigen von die Baller fand ich jetzt hier nicht unfair. Aber auf jeden Fall sehr schmerzhaft für Dahoud. Der muss raus. Sebastian Rode kommt noch ins Spiel rein. So, und weiter geht's mit Ballbesitz für Dortmund. Und zwar, es gibt Abstoß. Bitte natürlich für den BVB, hier so einen wichtigen Spieler zu verlieren. Aber gut, war bestimmt nicht Absicht von Dybala. So, jetzt Cristiano Ronaldo gegen Piszczek und das macht er echt gut. Also Ronaldo tut sich gegen Piszczek unglaublich schwer. So, da ist Costa. Costa. Da versucht er ein bisschen zu viel alleine. Und sofort geht's wieder blitzschnell. Also der BVB ist heute echt auf Kontern aus. Die versuchen bei jedem Ballgewinn sofort nach vorne zu stürmen und hier für Gefahr zu sorgen. So, und wieder gewinnt Piszczek das Duell gegen Cristiano Ronaldo. Ich glaube, der dreht mittlerweile schon ein bisschen durch. Und das war ein Foulspiel, das ist zu Recht. Alexandro, das wird eine gelbe Karte nach sich ziehen. Und so ist es auch. Ja, absolut zu Recht, keine Frage. So, Freistoß BVB. In den 16er. Und jetzt vielleicht mal die Konterchance, man zukitsch. Die Baller, ja, jetzt lass mal laufen, komm schon. Die Baller, da ist nur noch Weigel hinten. Die Baller immer noch mal, die Baller. Dann kommt der Ball irgendwie weit. Oh, und dann vertändeln sie es. Aber es geht noch weiter. Alexandro, gerade die gelbe Karte gesehen. Und dann nochmal weiter geht's. Pjanic. Die letzten Sekunden laufen der ersten Halbzeit. Dortmund muss nochmal aufpassen. So, da ist die Baller, der wird hier hart gezogen. Und bekommt dann dadurch den Abschluss nicht auf die Reihe. Es ist echt unglaublich schwer, hier irgendwie gegen Dortmund durchzukommen. Die stehen so gut hinteren. So, Matuidi. Und dann kommen solche Ballverluste, die können teuer werden. Komm, pfeif ab zur Halbzeit. Okay, jetzt ist eh schon egal. De Giglio. Ronaldo. Pjanic. Dybala wird hinterlaufen. Von Matuidi! So, letzte Chance in der ersten Halbzeit. Zur Halbzeitpause steht es 0:0 zwischen Borussia Dortmund und Juventus Turin. Man muss Dortmund ein richtiges Lob hier aussprechen, denn was der BVB hier macht, ist echt gut, sie schaffen es, die Talentansammlung von Juventus Turin irgendwie vom eigenen Tor halbwegs fernzuhalten.
Ronaldo und Co. beißen sich die Zähne aus. Vor allem Cristiano Ronaldo und Lukas Piszczek. Das geht momentan noch gar nicht klar. Also wenig Torchancen, obwohl Juve echt, ich würde sagen, überlegen war. Aber die bekommen einfach keinen Ball aufs Tor und ins Tor. Gut, ich würde sagen, wir machen weiter. Halbzeit Nummer 2 geht jetzt los. Anschluss für Juventus Turin. Und jetzt sind wir natürlich alle gespannt. Wie geht das hier weiter? Kann Dortmund weiterhin so gut mithalten? Oder findet jetzt vielleicht dann doch irgendwann mal Juventus Turin das Mittel zum Tor? Aber hier erstmal der Fehlpass und dann wird sofort wieder Gefecht. Weil wie gesagt, die sind halt voll auf Konter aus. Aber so ein Fehler kann teuer werden. So, Ronaldo zu Costa. Douglas Costa, spitze Winkel. Und dann kommt keiner zum Abstauben hin. Und das ist natürlich dumm, hier so einen Ball zu verlieren. Das ist ja gut von Pulisic, aber nicht so gut von der Abwehr bei Juve. Aber der Giglio macht die Fehler wieder gut, holt den Ball wieder und sofort wieder die Italiener im Angriff. So, jetzt mal über rechts. Mario Mandzukic. Komm, geht mal ein bisschen mehr nach vorne. Die zögern heute so. Die sind halt echt ein bisschen zögerlich unterwegs, die Leute von Juve. So, die Baller. Ronaldo mit Platz gegen Piszczek. Mal schauen, wie dieses Duell ausgeht. Wird erstmal aus dem Weg gegangen. Und dann der Pass in die Mitte. Der hätte eigentlich zu Costa gesollt, weil der hat viel Platz da gehabt. Dann der Befreiungsschlag. Einwurf gibt es natürlich für Juventus Turin. So, gelb. Übersagli, okay. Ja, ich nehme es einfach hin. Keine Ahnung, für was das Spiel war. Und dann der Fehler von Ronaldo. Und dann macht er aber den Fehler fast wieder gut, aber dann kommt er nicht vorbei am Gegenspieler und dann hat ihn Roman Bürki sicher, der heute auch nicht so viel zu tun hatte. So, Costa. Das ist natürlich kein guter Ball. Und es bleibt hier weiter beim 0:0 und weiterhin beißen sich die Italiener unglaublich die Zähne aus. Normal ist es doch immer andersrum. Normal beißen sich alle immer an der Defensive der Italiener die Zähne aus, aber diesmal Dortmund defensiv extrem gut. Komm, den kriegst du noch. Jawohl. Ach, lauf doch durch, Pjanic. Stark. Vorbei an Piszczek. Und jetzt wäre mal die Chance. Der Pass in die Mitte. Nicht gut. Mandzukic wäre auch im Abseits gewesen. Fahne war schon oben. Aber Juve drückt jetzt. Dortmund kommt fast nicht mehr hinten raus. So, weiter geht's. Ronaldo. Ja, gut gespielt. Das ist die Chance und das ist das 1:0. Da ist das 1:0. Und es ist Pjanic, der Juventus Turin hier in der 64. Führung bringt. Ronaldo zu Dybala. Der ist die Pjanic. Der macht's ganz genau. Vorbei an Bürki. An den Innenpfosten und rein ins Netz. Ja, verdient. Möchte ich hierzu auf jeden Fall sagen, Juventus Turin führt mit 1:0. Das Defensivbollwerk vom BVB ist überwunden. Endlich hat es geklappt. 64. Minute. Pjanic zum 1:0. Das war ein hartes Stück Arbeit für die alte Dame. Für Juventus Turin. Und jetzt haben sie es geschafft. Mal schauen, wie nun der BVB darauf reagieren wird. Klar, wie gesagt, die waren momentan defensiv echt gut gestanden, haben halt viel in Konter investiert. Da kam es ja nicht so viel dabei rum. Aber sie haben es zumindest probiert und jetzt liegen sie zurück. Ich denke mal, jetzt werden sie natürlich ein bisschen selber die Offensive ankurbeln. So, aber jetzt Achtung. Mandzukic. Dybala. Da startet schon wieder Pjanic. Ah, den kommt nicht vorbei. Trotzdem wird es gefährlich. Bürki, keine Ahnung, was das schon wieder von ihm war. Und jetzt der lange Ball zu Marco Reus. Der sieht Philipp und der sucht André Schürrle, der irgendwann mal ins Spiel kam. Schürrle spielt ja aktuell noch beim BVB, aber da kam ja auch schon das Zeichen, dass er wahrscheinlich verkauft wird. Noch in diesem Sommer. So, das ist ein Foulspiel und das gibt Freistoß und eine Verletzung, so wie es aussieht, auch. Gut, die werden mal ganz kurz wechseln. Mandzukic hat sich echt verletzt bei der Aktion. Da runter Quadrado kommt. Außerdem Pjanic, ein starkes Spiel von ihm. Da runter Emre Can. Und Higuain für Paulo Dybala. Also Dreifachwechsel bei Juventus Turin.
In der Anfangsphase der ersten Halbzeit zwei richtig gute Torabschlüsse gehabt, Pjanic. Und in der zweiten Halbzeit, da hat er den Abschluss zu Ende gebracht und im Tor versenkt. So, weiter geht's, Freistoß Juve. Mandzukic, die Verletzung ist schon hinfällig, weil der ist eben vom Spielfeld gegangen. Das war ein leichtfertiger Ballverlust. Cristiano Ronaldo. Ja, das wäre natürlich schön gewesen, wenn er mit diesem Pass zu Cuadrado durchgekommen wäre. Gelingt nicht. Und jetzt gibt es nur einen Einwurf für den BVB. Ja, 15 Minuten noch zu spielen. Es sieht momentan nicht wirklich danach aus, als könnte ja der BVB wirklich Druck auf Juventus Turin ausüben. Vielleicht mit einem Konter. Sie müssen ja wirklich auf den einen perfekten Konter hoffen. Vielleicht die Flanke. Ne, Chiellini dazwischen. Und das ist jetzt richtig gefährlich. Eieieiei. So. Abschluss ausgeführt. Dortmund steht hoch. Das könnte für uns gar nicht so schlecht sein. Aber dann hier der Ballverlust. Ja, bei einem Unentschieden würde ich in die Verlängerung gehen. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir führen bis jetzt noch 1-0. Aber jetzt kommt schon wieder Dortmund. Oh! Boah, und dann kommt so ein Kunst-Sonntagsschuss dabei raus. Das ist der Wahnsinn. So, und jetzt Juan Cuadrado. Cuadrado, der zieht jetzt hier erstmal ab und das könnte das 2-0 werden. So, Juan Cuadrado, Cuadrado, 2-0. Ja, die Entscheidung. Er kommt und flitzt einfach mal allen davon. Da kommt keiner hinterher und er hat noch ein bisschen Glück, dass der Bürki ja nicht so glorreich aussieht. Juan Cuadrado abgeschlossen, trifft hier Bürki am Unterarm. Und dann ist der Ball trotzdem im Tor. 2-0 Juventus Turin, die Vorentscheidung am heutigen Tage. Ja, das war mal ein sauberer Konter. Cuadrado, wie gesagt, ist eh schon extrem schnell. Kam frisch ins Spiel rein. Die meisten sind schon 80 Minuten gelaufen. Eher wahrscheinlich erst 10 oder 15 Minuten seit seiner Einwechslung. Und dann ist das natürlich ein leichtes für ihn, da die Abwehr so stehen zu lassen. So, Dortmund ist natürlich ein bisschen Unglück. Aber Achtung, die Chance jetzt zum Anschluss. Philipp. Und so einen musst du halt dann reinmachen, wenn man heute hier und was reißen will. So, 5 Minuten noch zu spielen der regulären Spielzeit. Jetzt muss natürlich Dortmund aufpassen, dass sie nicht das komplette Spiel desaströs aus der Hand geben. Nächste Chance, Juan Cuadrado. Cuadrado! 3-0. Jetzt machen sie es aber hier richtig hart. Juan Cuadrado, Doppelschlag. 87. Minute. Dortmund bekommt jetzt noch mal ein bisschen was auf die Mütze hier. Und Cuadrado lässt sich feiern. Klasse gemacht von Juan Cuadrado. 3-0. Klar, der ist frisch. Der ist top frisch. Läuft hier und trifft hier wieder. Oder besser gesagt, Bürki ist wieder dran. Mit dem Arm. Aber wieder kann er die Situation nicht klären. Der Ball ist wieder drin. Und damit ist es das 3-0 für Juventus Turin. Ja, so hoch hat sie ausgesehen. Die Dortmunder Defensive stand echt gut. Eine lange Zeit in diesem Spiel, aber ja, ist jetzt passiert. Jetzt geben sie, glaube ich, ein bisschen zu sehr auf hinten. Und ja, wir haben noch ein bisschen zu spielen. Also einen Angriff könnten wir hier vielleicht noch sehen von Juventus Turin. Es war Glück, dass da Cuadrado nicht schon wieder den Ball bekommen hat. So, Nachspielzeit 3 Minuten und hier fast der Ballverlust und hier ist auch schon der Ballverlust und jetzt geht's wieder blitzschnell. So, Cuadrado, den kennen wir auch schon. Cuadrado gegen Bürki, die nächste, Cuadrado. Oh, und diesmal rettet der Pfosten. Aber Juve bleibt dran mit Ronaldo, Cristiano Ronaldo und er wird vom eigenen Spieler gestoppt, aber dann kommt er doch noch an den Ball. Ronaldo, Ronaldo, ja, dann will er es selber machen. Schafft es nicht. So, das war's zum Schluss. Deutlicher als das Spiel in Wirklichkeit war. Juve schlägt Dortmund mit 3-0. Leider kein Tor von CR7, trotzdem starkes Spiel von ihm. Und ja, Dortmund, über eine Stunde waren sie richtig gut gestanden hinten drin. Aber dann ist der Knoten geplatzt und er kommt einfach und macht hier einen Doppelschlag. Juan Cuadrado. So, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mal schauen, gegen wen es dann geht. Vielleicht geht es dann nach England gegen die Top
Mannschaften aus der Premier League. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bleibt dabei, bis zum nächsten Mal. Ciao.